Hey Leute, willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir sind in Lincoln angekommen oder befinden uns noch immer dort, das sind wir ja schon letzten Part. Und wollen nun mal sehen, ob wir Bill nicht finden können, denn der kann uns sicher weiterhelfen mit Ellie. Eine Notiz. Nachricht an Bob. Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden, falls du ihn öffnen musst. Die Kombination ist 5, 17, 21. Ja, jetzt können wir den Safe nämlich öffnen, den wir oben gesehen haben. Und das mache ich doch mal geschwind, denn da ist bestimmt was Feines drin für uns. So, sorry. Marty's Famous Jazz Club. Ja. Das war er mal. So, ich glaube, ich habe hier soweit alles entdeckt. Deswegen werde ich dann gleich mal weiterziehen. Ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man alles mitnehmen möchte. Oh, Pilchen. Ja, ich musste nochmal vom letzten Speicherpunkt abspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal was geskillt hatte, weil ich habe wieder eine lange Session eingelegt. Aber ich werde jetzt wirklich mal aufs Schwanken der Waffe sparen, habt ihr mir schon mehrfach empfohlen, dass es gerade in Überlebender sehr wichtig ist, dass man eben jeden Schuss auch trifft, dass da jeder Schuss sitzt, am besten im Kopf des Gegners. Gerade auch bei Klickern ist das gefährlich, da geht das sau schnell, dass die mich zerfleischen. Ihr habt's gesehen. Marquee im Music Store. Oh, auch sehr cool. Wow. Look at this place. Seht mal, man kann jetzt ernsthaft die ganzen Cover auch gut lesen. Ja, also nichts gegen die PS3-Version, aber es hat sich doch einiges getan. Auch wenn das manche nicht wahrhaben wollen und sagen, das sieht ja genau gleich aus. Es ist doch anders. Oh Mann, wie cool wäre es, hätten wir jetzt hier einen Plattenspieler oder sowas. Also einen, der funktioniert. Schauen wir mal hier noch nach. Müsste doch irgendwo noch was... Ah, eine Notiz. Perimeter-Notiz. Die verdammten Infizierten tauchen viel zu oft zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Aha. Na, das glaubt man gar nicht. Die laufen wahrscheinlich hier überall rum. Man hat da nie eine ruhige Minute. Also ich wollte hier nicht alleine leben, ganz ehrlich. Ich denke mal, alleine ist das immer ein bisschen kritischer. Als wenn man ein paar Leute hat, die auf einen Acht geben und umgekehrt. What is? All this music that's just sitting here. No one's around to listen to it. I don't know. Doesn't seem right. Ja, da hat sie schon recht. Ich sag ja, ich hätte mir hier Kram zusammengesucht. Ich meine, Batterien wird es ja wohl noch geben. Dass man zum Beispiel jetzt irgendwie so einen CD-Player oder so, also nicht nur für Longplays, sondern auch für CDs, dass man die sich noch anhören kann. Jesus! Whoa, Nelly! What the hell was that? That would be one of Bill's traps. Your friend a bit paranoid, maybe? That's putting it lightly. Was heißt hier paranoid? What's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the cities. He knows how to find things. Let's hope we don't blow up trying to find him. Just watch your step, you'll be fine. Noch eine Tür übrigens. Das ist, glaube ich, schon Nummer 4, oder? Ja, insgesamt gibt es 13 verschlossene Türen. Ah, ein paar Medis. Warte mal, das müsste jetzt schon reichen, oder? Ja, Schwanken der Waffe. Ah, ja, ich würde eigentlich gerne Heiltempo, aber das werde ich nicht so oft brauchen, schätze ich. Deswegen nehmen wir das Schwanken der Waffe. Gab es hier noch was? Eventuell? Nee. Hier gibt's nichts, Ellie. Hier werden wir nichts finden. Aber immerhin. Oh, da ist noch eine Falle. Wie gut wäre es, wenn man die entschärfen könnte. See that wire? Stay underneath it, okay? Just keep your head low and you'll be fine. All right. Ach, guck mal da. Jeez, Bill good with a bow? I reckon he is. Ja, das ist ein Mensch. Das ist kein Klicker oder Runner. Was ist das da? You will be shot on sight. Ja. Man wird auf euch schießen, sobald man euch sieht.
trotzdem ein Kerl, dass der hier alles abdeckt, das ist schon eine Meisterleistung, ne? Oho. Ein Bogen. Let me use that. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed. Cover each other. I don't think so. Ja, also gar nicht sehr glauben würde. Aber ich, mit einem Bogen will ich sie jetzt noch nicht schießen lassen. Ich meine, sie ist schon eine gute Hilfe, auch jetzt schon. Haben wir ja schon festgestellt. Aber trotzdem, das ist doch ein bisschen gefährlich für so eine junge Dame. Ja, mit so einem Teil rumhantieren. Aber ich finde es auch mit die beste Waffe im Spiel. Gerade gegen menschliche Gegner. Die ist lautlos und man kann die Pfeile wieder einsammeln, wenn man trifft. Also auf weiche Stellen. Ne, schaffst du's? It's all clear, come on up. Alright. Wir kommen aber trotzdem nicht weiter, denn. Hep. Here. We can use this. Ja, ohne Brett geht das schlecht. Dass die so wenig Bretter in der Stadt haben, irgendwie. Ich meine, Bill, der muss doch öfter hier vorbeikommen. Jedes Mal so ein Akt hier. So, dann wollen wir mal sehen. Ich hoffe, ich habe keine Teile übersehen. Das habe ich jetzt schon öfter von euch gehört, dass ich wohl Teile übersehen habe. Aber das ist ja immer so eine Sache auf Überlebende. Da sind nicht immer Teile, auch wenn man es denkt. Ich habe ja schon oft die Ecken abgesucht, wo eigentlich was liegen müsste, aber... Naja. Na, Madame? Ist kein Spaß hier, das weißt du. Mach mir mal einen Molly. Ja. Oh oh. Shit. Ein Clickerino. Let's give this baby a whirl. In den Hals. Und er lebt noch. Shit. Den müsste ich sogar wieder kriegen, den Fall. Der erste nicht. Now listen. Bill ain't exactly the most stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? I understand. We gotta be clear on this. He don't take too kindly to strangers. All right. Bill's a good guy. He just definitely needs some time warming up to you. So. Oh ja, Bill ist ein ganz verschrobener Typ. Werdet ihr noch sehen. So, dann wollen wir mal gucken. Oh oh, da seht ihr die Falle. Ellie, kommst du? Warum kann ich da nicht runter? Hallo? Ach jetzt. Keine Ahnung, ihr wollt eben nicht runterklettern. Na komm. Und Vorsicht. Duken. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob hier was passieren kann, wenn man sie dabei hat. Also mit ihr. Oh, oh, guck mal da. Bam. Hab ich beide erwischt? Those things are kind of awesome. There's one way to do it. Uh-huh. You hear that? Yeah. Da gehört, dass noch die Treppe hochgerannt. Der da eben geklopft hat. I want to see what we can find. Da klage ich daran. Don't worry. I got this. Ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre weitergegangen an deren Stelle. Ich wäre da nicht reingegangen. Oh, oh, hört ihr? Da rappelt was. Ja? Boah. That thing scared the shit out of me. Well, while we're here, let's search the place. Voll erwischt, den Typ. Ja, ich sag ja, also ich brauche keine Schusswaffen in dem Spiel, theoretisch. Nur was zum Werfen und eine Stange oder sowas. Und dann komme ich da zurecht.
Aber gerade gegen Menschen ist der Luxus nicht immer ausreichend. Rachel. Nachricht an Rachel. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Ezra. You think they ever found each other? How the hell would I know? Well, I'd like to think they did. Ja, ich wünschte es mir auch, dass die beiden sich gefunden hätten. Ich meine, in der Postapokalypse hier geht's ja irgendwie eh nur um Augenblicke. Lange hält das sowieso nicht, dass irgendwas schön und gut ist. Ja. Haben wir hier noch was? Guck mal, da müsste eigentlich Stoff dabei sein, aber es ist kein Stück. Man kann hier nichts nutzen von der Kleidung, die ist wahrscheinlich total vergilbt. Und, weiß nicht. Naja, dann war's wohl alles hier. Let's get the hell out of here. Die paar Pillchen, die wir gefunden haben. Ich weiß nicht, ob man's hört, ich hoffe es zumindest. Ich habe mal die Stimmen lauter gestellt, beziehungsweise den Rest einfach ein bisschen leiser. Also ihr solltet jetzt auch die Stimmen der beiden besser vernehmen können. Die sind allgemein sehr, sehr leise, gerade wenn die, ja, wenn die Charaktere ein bisschen hinter einem stehen. Wenn Ellie ein bisschen nachzieht, dann hört man sie sehr schlecht. Ah, guck mal. Sehr schön. Ich werde mal den Colt nutzen. Alles gut? Oh, guck mal, wie der aussieht. Schon von lauter Moos bedeckt. Oh, guck mal. Bam. Gab's hier noch Steine oder so? Ich hätte gern noch einen zum Mitnehmen. Ich sag ja, wenn ich Joel wäre, ich würde mir den ganzen Rucksack voller Steine packen und dann nur noch mit Steinen rumlaufen. Ich bräuchte nichts anderes mehr. Oh, guck mal, wie das aussieht mit der Sonne. Irgendwie traurig, aber wunderschön, wie die hier durch den Maschendraht geht. Oder? Ja, ich weiß, man muss auch so die kleinen Dinge, ne? Stay close. Muss man auch, finde ich. Oh ja. Da habe ich mich übrigens gewundert damals, warum man hier so viel Munition bekommt. Ist das? Ich dachte, das wäre noch ein Riegel oder sowas. Naja. Yeah, come on. I got you. Damn it, Bill. What just happened? Another one of Bill's stupid traps. There, that fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. Cut that rope and it'll bring me down. On it. Hier wird schon ganz schwindlig, Leute. Die Perspektive schon. Wie einem das Blut in den Kopf schießt. Oh nein. Joel? Shit, here they come. Oh nein. Nein, du Penner, bleib stehen. Kopfschuss. Nein, nein, nein. Just hit the rope. Ellie? How's it looking? Oh, nein, nein, nein. Oh, du Penner. Ja. Nicht beißen. Das macht man nicht. Was? Das war doch. Das war doch ein Treffer. Klicker. Nein. Shit, der wackelt aber auch wie blöde. Nein. Oh Mann, komm her. Just pin to the rope. Ellie, how's it looking? I'm going as fast as I can. Oh Mann, diese Klicker, die sind die schlimmsten. Nein. Komm, man kann sogar die Kette abschießen und das wackelt dann. Ellie! I need a bit more time. Oh. Nein, 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 der Klicker kommt. Der Klicker kommt. Jetzt geht er auf Ellie.
Okay, solange er gegen den Kühlschrank trommelt, ist mir das eigentlich wurscht. Kann ich da nämlich wunderbar in den Kopf schießen. Naja, so halbwegs wunderbar. Meine Fresse. You all right? Yeah. Come on, you can do it. Okay. Here, catch. Oh, danke. Thanks. Oh Mann, ist das krass. Damn it. Da kommen zwei. Come on. Not kidding. Hurry, just Nein. Hurry. Lass Ellie. Ich muss echt schießen üben. Oh Gott, ich dachte, sie hat ihn abgestochen. Weg der Klicker! Ellie, lauf doch! Alter Schwede. Ich wollte nachladen, nicht schießen. Alter, wie die auch zubeißen, das Geräusch. Okay, jetzt aber schnell. Ah, nicht schießen, einfach laufen. Oh. Oh, da kommt schon wieder einer. Ellie, komm, komm, komm. Ah, komm schnell rein. Oh. Boah, meine Fresse. Bill, they're coming to the door. Take them out. Ellie, stay back. Stay back. Ja, komm, du machst das, Bill. Jawoll. Guck mal, wie die werfen kann. Komm schon. Da den Schädel ein. Komm, Bill, du machst das. Oder auch nicht. Ich brauch Steine oder Flaschen. Da. Nee, der ist kaputt. Oh, Kacke. Oh, shit. God damn it, they're coming over. Come on. They're getting through. Keep going this way, through the truck. All right. Move, Ellie, move. Da. Thanks for the heroics and all. Ellie. Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Let me... Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around all right. And get on your knees! Don't test me! Just take it easy. You have any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! If I see so much as a trick. Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel, go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. All right? Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town.
Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. All right. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. All right, thank you. Okay, schauen wir uns erstmal hier um. Da ist nämlich noch ein bisschen was. Eine Schere und eine Notiz. Zäunenotiz. Mhm. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freimachen. Ja, das ist wichtig. Das ist sicherlich wichtig. Ich meine, die sind zwar ein bisschen doof, also diese Pilze, aber in der Masse, da kommen die bestimmt überall durch, du. Und noch was, eine Karte. Pilzkarte. Hm, was haben wir denn da? Falle, Barrikade, Nest, Nest, Konvoi. Die Lincoln High School. Ja, das ist auch unser Ziel. Komm, man sieht sogar den Staub, den hier, der da durch die Decke rieselt. Schön. Oh, eine Schachpartie. Hey, you know how to play this? Yeah. Pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer! Don't touch anything on that board! Bobby, what? Just let it go. Hm. Schade, dass die es auch wieder so untertiteln. Genauso wie in der deutschen Sprache. Also da haben sie es ja auch nicht wirklich 1:1 übersetzt. Lokalisiert. Was haben wir denn hier? Guck mal. Trainingshandbuch. Messer verbessert. Ja, ist aber leider recht uninteressant für mich. Stealth Combat Weapons and Tactical Movement. Lautloser Waffenkampf und taktisches Vorgehen. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden und oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Mhm. Ja, wie gesagt, es wird mir nicht viel bringen, weil ich die Messer nur zum Türen öffnen nutzen werde und nicht um Gegner zu besiegen. Von daher ist das ein bisschen, ja, alles klare Leute. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier mal wieder einen kleinen Cut zu setzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne was Schönes da lassen. Gebt mir ein Like auf das Video, schreibt mir was Nettes drunter und schon bald sehen wir uns wieder zu The Last of Us Remastered.